Guten Tag, haben Sie Ladekabel für Handys? Ja, einen Moment bitte. Das ist das passende für Ihr Handy. Es kostet 5 Euro. Wunderbar, das nehme ich. Vielen Dank und 5 Euro zurück. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ach Mann, Papa, ich wollte doch nur in die Spielzeugabteilung. Ach, ich habe eine bessere Idee. Wir gehen auf den Spielplatz. Au, ja, das ist eine gute Idee. Ich will im Reifen schaukeln, Papa. Und jetzt aufs Karussell. Gut festhalten, Anna. Halt! Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen, Sie Dieb! Nanu, was kam denn hier angeflogen? Ein Koffer? Wer wirft denn so einen Koffer weg? Da ist Geld drin! Halt, hier bleiben! Die Polizei kommt sofort! Hilfe, Hilfe! Lassen Sie meinen Papa los! Ich habe überhaupt nichts gemacht! Was soll denn das hier? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ja, und warum haben Sie denn einen Koffer mit Geld in der Hand? Den habe ich hier gerade gefunden. Nein, das ist der Dieb. Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin der Kaufhausdetektiv. Ich habe Sie genau gesehen. Papa hat nichts gemacht. Wir klären das auf dem Revier. Kommen Sie bitte mit. Bitte rufen Sie meine Frau an. Das machen wir. Sie kommt vorerst in Verwahrung. Ihre Tochter kann bei meiner Kollegin warten, bis ihre Frau da eintrifft. Nein, ich bleibe bei meinem Papa. Mein Schatz, es wird sich bestimmt alles klären. Das ist doch eine Verwechslung. Dann kommen Sie beide mit. Ah, hab ich doch richtig gehört, dass das Telefon klingelt. Hauser? Guten Tag. Was sagen Sie? Das kann doch nicht sein. Ich komme sofort. Lena! Lena! Komm schnell! Wir müssen sofort zur Polizei. Papa und Anna sind dort. Was? Warum? Das weiß ich auch nicht. Martin ist zu Hause. Den nehmen wir auch gleich mit. Martin, Michael und Anna sind festgenommen worden. Komm mit, wir müssen sofort hin. Was? Festgenommen? Ich zieh mich nur schnell um, ich bin gleich soweit. Mama, Lena. Nicole. Anna, Michael. Was ist denn nur passiert? Alles wird wieder gut. Das ist eine Verwechslung. Ich habe nichts gemacht. Das glaube ich dir. Martin kümmert sich schon darum. Ah, zum Glück. Sie müssen hier drin bleiben, Herr Hauser. Wir gehen mal zu Martin. Okay, bis später. Anna, warum warst du denn eingesperrt? Ich wollte bei Papa bleiben. Ich will hier nicht alleine sein. Also, ich habe mir den Fall gerade angeschaut. Es geht um einen Überfall auf eine Kasse im Einkaufszentrum. Der Dieb erbeutete wohl mehrere hundert Euro und floh mit diesem Koffer. War der denn im Einkaufszentrum, Anna? Ja, wir haben ein Kabel für Papas Handy gekauft. Ja, Michael ist mit Anna ein neues Ladekabel kaufen gegangen. Und hat der Papa an der Kasse Geld von der Frau genommen? Ja, er hat 10 Euro hingegeben und 5 Euro bekommen. Aha, das war das Rückgeld. Wir haben ein Foto von der Überwachungskamera. Schaut. Ich muss zugeben, dass der Mann tatsächlich aussieht wie Michael. Aber das kann er doch nicht gewesen sein. Außerdem war noch Anna mit dabei. Und die ist ja hier nicht zu sehen. Ja. Martin, warum sollte Michael Geld stehlen? Das ist doch völliger Unsinn. Aber wir müssen zuerst den wirklichen Täter finden. Dann haben wir den wirklichen Beweis, dass es Michael nicht war. Der Dieb sucht garantiert bald seinen Koffer auf dem Spielplatz. Ich werde dort auf ihn warten. Ich nehme den Koffer mit.
Ich brauche noch eine Isomatte, Funkgerät und Proviant. Ja, hole ich Ihnen. Okay, dann los. Okay, jetzt muss ich einen passenden Platz finden. Hier lege ich den Koffer hin und jetzt muss ich mich noch in meinem Versteck einrichten. Am besten hier. Passt. Langsam bekomme ich Hunger. Zum Glück habe ich etwas Leckeres dabei. Achtung, da kommt jemand. Gucci, wir müssen weiter. Komm, Gucci, komm. Gucci. Mensch, was bleibst du denn überall stehen? Oh nee, das glaube ich jetzt aber nicht. Das stinkt. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Kot muss doch vom Hundebesitzer entfernt werden. Ich hoffe, liebe Kollegen, Sie haben die Frau erkannt. Und wo ist jetzt mein Brot? Das gibt's doch nicht. Mir wurde mein Brot geklaut. Hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Mann, 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 was habe ich heute hier für einen Job? Hoffentlich kommt der Dieb noch. Ich schlafe schon fast ein. Glück gehabt. Der Koffer ist noch da. Seltsam. Was? Steine? Steine? Keine Bewegung oder ich puste sie weg. Oh Mist. Habe ich doch richtig vermutet, dass sie wiederkommen. Oh Mann. Sie sind verhaftet. Das wäre geschafft. Papa! Du darfst mit nach Hause. Michael, ich bin so froh. Puh, ich auch. Vielen, vielen Dank, Martin. Wie kann ich das nur wieder gut machen? Michael, eigentlich mache ich nur meinen Job. Aber wenn du unbedingt willst, kannst du gerne mal meinen Rasen mähen, Bäume schneiden. Mir würde noch so einiges einfallen. Ja, das glaube ich dir. Hier geht es jetzt zu weiteren Videos von Familie Hauser und über diesen Button könnt ihr uns kostenlos abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst.